Wo geht das Ei hin, Chef? Hier. Wo ist Oma? Die ist oben. Brauchst du sie? Ja. Was wollt ihr machen? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, drei, ja, dann das Gas ist voll. Aber das sah aus. Also man hat nichts gesehen, es war alles zugewachsen, Unkraut Meter hoch, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Es war so abbruchreif eigentlich, Fensterläden kaputt, Holz kaputt. Und der Oliver stand da, da machen wir Gardinen hin und da kommen Blumen hin und dann machen wir das so und hier ein Tischdeckchen und ein Quäschchen und Kordelchen. Wir haben die Tür aufgeschlossen und alles war modrig und roch und dreckig und... In 4 Wochen haben wir dann den ganzen Forellenhof geputzt, von oben bis unten. Geputzt, gestrichen. Ob sie spindet, wieso macht ihr das und wer macht das schon? Also ich hatte schlaflose Nächte, einige Zeit, mein Mann auch. Also man wäre am Anfang froh gewesen, wenn es nicht klappt hätte, wenn ich ehrlich bin. Gell, Madeleine? Ja, Oma sagt immer, so hast du Welle. Gell, Oma? Was? Deshalb, du sagst immer, du hast Welle. Du hast Welle, ja. Also entweder ist man ja nach Corona schwanger oder geschieden, das ist ja so. Ja. Aber wir sind beides nicht, gell? Gott sei Dank. Nein, wir haben uns eigentlich. Nee, aber man muss natürlich sagen, also sie macht ja bei uns das Büro, die Buchhaltung, alles hinter den Kulissen. Rezeption auch zwischendurch. Und bei mir ist so, ich bin den ganzen Tag flitzig durchs Restaurant, über Terrasse, durch die Hotelzimmer. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Manchmal sehen wir uns 6 Stunden nicht bei dem kleinen Haus. Und jetzt ist er halt die ganze Zeit neben. Jetzt sitze ich natürlich gegenüber im Büro. Und er kontrolliert halt sehr gerne. Das stimmt doch überhaupt. Doch, natürlich. Ach, komm. Hast du noch viel von den hervorgefalteten? Nee, nur das hier. Sehen ja furchtbar aus. Was gefällt Ihnen da jetzt noch? Ah. Das ist ein furchtbarer Lappen, die andere. Ist es anstrengend, wenn das so streng ist? Ja, also anstrengend. Bei den Mitarbeitern finde ich es gut, weil er der Strengere ist. Aber wenn er dann mich kontrolliert, wird es für ihn und für mich anstrengend. Aber einer muss ja so sein. Ne? Alles gut, Licht geht. Der Gärtner ist gerade noch da. Berühmte Ecke. Das ist, glaube ich, in jedem Hotel das Gleiche. Früher immer. Habe ich doch keine Zeit mehr jetzt. Ich bin früher aus der Ausbildung schnell mit dem Roller heimgefahren. So zwischen 2:30 und 3 waren wir fertig im Service.
Schnell aufgeräumt, schnell mit dem Roller heim, 10 nach 3 gegen Sturm der Liebe los. War wie eine Sucht. Ja. Ist aber eine schöne Serie, da ging es halt immer um 5 Sterne Grand Hotel. Das familiär geführt war und das war natürlich immer so, das hat man immer aufgesaugt, was machen die da und mit den Zimmern und... Vor Corona hatten wir 19 Mitarbeiter und jetzt nach Corona haben wir 11 Mitarbeiter. Also wir mussten 8 Mitarbeiter entlassen. Wo wir angefangen haben, haben wir Kredit aufgenommen, klar, für Selbstständigkeit. Und wir wären jetzt eigentlich jetzt dieses Jahr im August schuldenfrei gewesen. Und jetzt geht es gerade wieder von vorne los. Ich schimpf immer mit ihm, wenn Blumenrechnung kommt. Ziehst du dir mal das Telefon, Frau Perol, ist nicht da? Weil die Telefonwelt noch, mal den heutigen Tag. Heute? Ja, gerne. Wie viele Personen? Sagen Sie mir noch nach. Basel macht's. Ja, meistens. Gleich. Perfekt, mach mal. Ja, gerne. Alle, tschüss. Haben wir mal gekauft, wo wir noch Geld gehabt haben. Eins, Schatz, um eins noch ein Zweier. Ja, das mag sein. Schatz, ich hab gefragt, welche Blumen du an der Hochzeit machst. Lang was davon. Pfingstrosen. An welcher Hochzeit? Ja. Nach Corona haben wir kein Geld für die Hochzeit. Und da.